Liebe Freunde, herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Raschke, ich bin Medizinjournalist und seit vielen Jahren tätig in der Kommunikation für Krankenhäuser und Gesundheitsthemen. Kawasaki-Syndrom, das hat mich heute mehrfach auf Instagram beschäftigt. Das ist übrigens mein Account. Und da gab es viele Anfragen, wie kann das denn jetzt sein? Ich habe gelesen, da gibt es irgendwie jetzt Corona, Kinder und Kawasaki-Syndrom. Also Kinder, die an Corona erkranken, sollen plötzlich das Kawasaki-Syndrom entwickeln. So waren zumindest die Schlagzeilen. Ich werde das jetzt erklären, beziehungsweise vor allen Dingen auch erklären, was die Art und Weise, wie da jetzt so berichtet wird, über ja, den grundsätzlichen Umgang mit Medien in der Corona-Krise aussagt. Zunächst einmal war auffällig, dass es sehr viele Fragen in den Überschriften der Medienartikel zu diesem Thema gab. Löst Corona das Kawasaki-Syndrom bei Kindern aus? Oder Verbindung zu Covid-19, schwere Erkrankungen bei Kindern und so weiter und so fort. Man muss dazu erstmal sagen, und das kann man sich schon mal als erste Merkregel notieren, wenn Journalisten Fragen stellen in Artikeln, dann ist es meistens ein Grund dafür, weil sie es nicht wissen und weil es eigentlich Spekulationen sind. Eine Frage ist deshalb vor allen Dingen relevant, weil eine Frage medienrechtlich nicht wirklich belangt werden kann. Ja, man rettet sich dann mit, ja, man will ja auch nochmal fragen dürfen, raus. Und das ist eben genau der Punkt. Ich kann spekulieren, ich kann eine Frage formulieren, ohne dass ich es genau weiß. Aber was man natürlich auch sagen kann, mit solchen Themen haben sie uns natürlich. Ne? Gerade die besorgten Eltern sind natürlich extremst auf Zinne, wenn sie sowas lesen. Und es gibt unter Journalisten die goldene Regel, Kinder, Tiere und Sex gehen immer. Meint natürlich, dass man bei diesen Themen die maximale Aufmerksamkeit der Bevölkerung hat. Weil alles Themen, die durchaus emotionalisieren und gerade wenn es um Kinder geht, da schaltet auch vieles aus. Deshalb darf ich eigentlich schon mal dran appellieren, wenn ihr in Zukunft im Rahmen dieser Corona-Berichterstattung nochmal irgendwie solche Themen habt, ja, die ja, so stark emotionalisieren, dann bitte einmal den Schalter umlegen und sagen, erst nochmal weiterlesen, noch nicht gleich reagieren, denn es könnte sein, dass sich das auch alles im Rahmen zum Beispiel eines Artikels dann auflöst. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Was ist ein Syndrom? Ein Syndrom ist eine Kombination aus verschiedenen Krankheitsbildern, die alle relativ gleichzeitig auftreten und wo man von einer gewissen Überzufälligkeit ausgeht. Das heißt also, es ist eben nicht zufällig, sondern es hat schon ja, eine gewisse Systematik dahinter, dass ausgerechnet diese Erkrankungen und diese Krankheitsbilder gemeinschaftlich auftreten. Es gibt viele dieser Syndrome, sie sind aber alle ja, oftmals nur beschrieben und beobachtet, noch nicht wirklich erforscht. Das Kawasaki-Syndrom ist in den 60er Jahren von einem Arzt namens Kawasaki entdeckt worden und es handelt sich um eine akute, fieberhafte systemische Erkrankung. Es geht um eine Entzündung der Gefäße, also es ist durchaus in gewisser Hinsicht ähnlich dem, was man so teilweise jetzt aus Corona-Zusammenhängen kennt. Und das macht es halt eben auch so, ja, so ähnlich. Ja. Jetzt gibt es allerdings auch Beobachtungen, die sehen dieses Syndrom bei Kindern, die gar nicht Covid-19 erkrankt sind. Ja. Und das ist natürlich dann schon wieder der schwierige Punkt. Wie kann es sein, dass das dann vermengt wird miteinander? Kawasaki-Syndrom tritt halt häufig bei Kleinkindern auf. Aber in der Kombination mit Covid ist diese ganze Erkrankung noch relativ neu, was im Übrigen ja auch nicht verwundert. Wir kennen SARS-CoV-2, also das Virus, was die Erkrankung Covid-19 auslöst, ja auch erst seit 4 Monaten. Da jetzt schon auf große Datenmengen zurückzublicken, womit wir dann auch selbst solche seltenen Erscheinungen wirklich beurteilen können, ist natürlich absolut utopisch. Und trotzdem hindert das nicht die Journalisten dann eben daran, daraus eine Nachricht zu machen. Denn wenn das, wie in dem Fall jetzt, mehrere Ärzte unabhängig voneinander an unterschiedlichen Orten vermeintlich so entdeckt haben oder zumindest eine gewisse Ähnlichkeit entdeckt haben, dann ist das erstmal eine Nachricht. Der Bayerische Rundfunk hat zu diesem Thema auch schon einen Artikel auf seiner Online-Seite veröffentlicht. Der Link dazu steht unter diesem Video. Darin wird unter anderem auch deutlich, dass es eine sehr seltene Erkrankung ist oder ein sehr, sehr seltenes Syndrom. 9 von 100.000 Kindern haben das deutschlandweit pro Jahr. Es ist also wirklich sehr, sehr selten und jetzt auch erstmal nur beobachtet in Großbritannien, unter anderem in der Schweiz und in Spanien. Aber wie gesagt, weil es diese Beobachtung gibt, guckt man jetzt einfach genauer hin, aber man weiß eben noch nicht wirklich, dass es sicher so ist.
Und deshalb sollte man auch sich da noch nicht verunsichern lassen. Denn wir wissen ja alle, es gibt sehr oft einfach falsche Korrelationen. Das heißt also falsche Bezüge zwischen zwei Phänomenen, die tatsächlich vielleicht einfach mal parallel auftreten können. Klassisches Beispiel ist das ja mit den Störchen und den Geburten. Nicht überall da, wo es plötzlich mehr Störche gibt, gibt es auch mehr Geburten. Beziehungsweise wenn es sie dann da gibt, hat das aber nicht unbedingt was mit den Störchen zu tun. Also halten wir fest, das Thema war sicherlich ein dankbares Thema für Medien, denn es hatte mit Kindern zu tun, es hatte mit Corona zu tun, zwei Themen, die sehr emotionalisiert sind. Dann kann man natürlich davon ausgehen, dass entsprechend die Leute auch auf solche Artikel reagieren. Wenn man sich dann noch einigermaßen absichert mit Fragen und nicht wirklich mit Aussagen, dann ist man eh auf der sicheren Seite und lässt aber leider die Leser und Zuschauer solcher Berichte im Ungewissen zurück. Einige positive Beispiele gibt es allerdings auch, die das sehr differenziert beleuchtet haben. Und deshalb kann ich auch immer noch empfehlen, euch wirklich dann auf solche Quellen zu konzentrieren. Ich habe das auf Instagram nochmal alles zusammengefasst, was so an Tipps zu diesem Phänomen jetzt hier auch genannt wurden. Und vor allen Dingen kann man an diesem Beispiel deutlich machen, wie man sich generell mit solchen ja, panikmachenden Meldungen, wie man damit umgehen soll. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald.